Hallo Leute, es geht weiter mit Lego der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, hoffentlich. Und ich nehme jetzt hier mal den Gollum und kletter da hoch. Ich denke mal, ich muss da ranspringen, aber man muss nur ganz vorsichtig lang gehen. So, und jetzt geht's hoffentlich los. Sieht aber ganz gut aus. Ich finde die Zeichnung übrigens sehr schön oder die Illustration. Das macht das Ganze wirklich liebevoll. Dieser Ort ist böse, voll von Feinden. Kommt, Hobbits. Ganz nah jetzt, ganz nah an Mordor. Frodo! Ja, Frodo versucht natürlich immer wieder eigentlich dem Ring zu widerstehen, schafft es aber halt nicht immer. Und gerade hier in diesem Ort rufen ihn die bösen Geister natürlich immer mehr, weil der Ring jetzt halt so nah ist. Hatten wir nicht ein Schwert auch für Frodo? Genau, da ist es doch. Ich glaube, damit geht das nämlich schneller. Ich bin immer noch echt positiv darüber überrascht, davon überrascht, dass die ganze Kulisse und die ganzen Level hier so nah am Film sind und trotzdem irgendwie so, weiß ich nicht, das alles, es sieht halt alles anders aus, aber irgendwie trotzdem auch so echt. Und vielleicht liegt es einfach daran, dass man es sonst nur, genau, nimm mal deine Fiole, das ist gut. Das wollte ich jetzt sagen, genau, es ist alles total cool gestaltet, sieht total echt aus und liegt vielleicht daran, dass man sonst ja selber nicht, ja, wechsel doch mal zusammen. Dass man ja sonst nicht durch Mittelerde so selber laufen kann, außer vielleicht in den anderen Rollenspielen, die es so gibt. Was bleibt das jetzt stehen, das Spiel? Hallo, ich hatte jetzt echt ein bisschen Schiss gerade. Okay, aber alles wieder okay. Und jetzt habe ich einfach nur mehr Punkte bekommen, oder... Okay, wir können das hier irgendwie drehen. Mhm. Kann ich den Klotz nehmen? Nee, da will ich nicht hin, wenn das gefährlich ist. Piep. Ah. Nein, Frodo. Nein. Okay, dann stirbt der. Dann bleiben wir mal hier, während Frodo da lang geht. Muss er ja wissen, ne? Frodo, hör doch mal auf damit. Er ruft nach ihm, Sam. Deswegen muss ich wohl ganz schnell hier das machen. Anscheinend. Yeah, vor viele Punkte. Was, warum kann ich ihn jetzt nicht zurückholen? Er stirbt mir hier die ganze Zeit voll weg. Das ist irgendwie schlecht, glaube ich. Frodo! Nein! Frodo, warte doch mal. Komm her jetzt. Was mache ich denn mit Frodo? Der spinnt da hinten total rum. Ja, dann soll er da halt immer wieder hinrennen und sterben, ne? Was mache ich denn jetzt? Oh, ist das laut auf dem Ohr. Ich muss mal leiser drehen. So. Da komme ich nicht lang. Frodo. So, ich steuere jetzt wieder Frodo. Das geht ja gar nicht. Ich glaube, das ist auch Sinn der Sache. Ich muss jetzt Frodo spielen, sonst läuft er mir hier ständig ins Dunkle. Der Arsch. Mit seinem Ringproblem. Das ist wieder was für Gimli. Da oben sehe ich auch was für Legolas. Das ist schön, aber... Komme ich hier weiter in der Höhle? Nö. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Hä? Das ist toll. Ihr macht das klasse mit dem Kaputthauen, aber irgendwie, ne? Kann das nicht alles sein, Frodo? Das kann nicht sein.
Ja, wenn schon, denn schon. Ach so. Ja, weg damit. Irgendwie muss ich doch da oben hinkommen. Kann ich hier hochspringen? Oder kann Gollum uns helfen? Wozu habe ich denn jetzt diese Treppe gemacht, wenn er nicht helfen kann? Er ruft nach Hilfe. Ja, natürlich ruft er dich. Aber du darfst halt nicht immer... Ach. Nee. Frodo. Frodo stellen wir sonst einfach mal hier kurz hin. Und dann soll der da langsam hingehen, wenn er meint. Und währenddessen versuche ich hier... Guck mal, und jetzt einfach hoch. Hä? Wieso geht denn das nicht? Frodo, hör auf jetzt damit. Das tut dir nicht gut. Alle sagen dir das und du willst nicht hören. Ja, da geht's nicht lang. Das habe ich nicht übersehen. An dieser Kobel-Dings kann ich nichts mehr machen. Muss... Sam, kannst du nicht irgendwas machen? Deiner Bratpfanne oder so. Och, Frodo. Kannst du das hier nicht nochmal randingsen? Kannst du da hingehen? Nee. Dann stirbst du auch. Oh, dann geht auch voll mein Herz runter. Ist alles nicht so vorteilhaft. Das gibt's doch nicht. Ich habe hier so eine Leiter gebaut, die ich nicht nutzen kann. Guck mal, er kann doch da... Da könnte er doch jetzt einfach hochgehen. Warum geht denn das nicht? Warum seid ihr so dumm? Er ruft nach links an. Ja, dann ist das so. Weißt du, Frodo, ich kann mich auch nicht um alles kümmern, ne? Hier ist doch noch was. Vielleicht hilft mir das ja. Frodo! Es reicht jetzt. Komm, nimm mal dein Schwert. Dein Stichschwert und mach das mal kaputt hier. Wenn wir das runterholen, dann... Oder hier, Gollum. Oh, hier ist noch was, wo ich noch nicht war. Hoffentlich ist das die Lösung. Guck mal hier. Ah, Sam. Hier, schnell, komm. Mach mal da eine Pflanze hin, damit wir da... Sonst stirbt der Frodo wieder. Der stirbt mir uns, Frodo! Das reicht jetzt. Wirf das da jetzt ran. Na, endlich! Okay. Ich habe den Weg gefunden. Da musst du dein Seil ranhauen. Frodo, nicht wieder weglaufen. Oh, ich will Sam. So. So, mach mal dein Seil daran. Genau. Und jetzt zieh den Baum runter. Guck, und jetzt können wir hier nämlich hoppi hoppi. Frodo, komm. Frodo, guck mal. Frodo. Frodo, ne? Frodo wieder. Der macht nur Probleme, der Frodo. Geh mal mit deiner Fiole da rein. Du bist nämlich der Einzige, der in die Höhle kann. So, und dann... Nee, du musst deine Fiole benutzen. Hallo, deine Fiole. Weiter benutzen. Ja, dann mache ich das mit Frodo. Geht das nicht auch? Wenn ich das hier einfach kaputt hau... Dann verschwinden die Dinger doch. Ah, okay, dann bau mal. Frodo, mach dich mal nützlich. Echt. So, das schiebe ich jetzt da so hin. Und dann kommen wir hier hoffentlich mal zur Treppe. Klasse. So, hier wieder was bauen, Frodochen. Endlich können wir die Treppe richtig benutzen. Ja, weil es vorher nämlich nicht ging. Nee. Das war zu schwer. Und, ja, das
mit der Fiole hauen, habe ich dir auch schon mal gesagt, dass das unvorteilhaft ist. Ach, kannst du es nicht kaputt machen? Wo bleibt denn Sam? Kommen die auch mal hinterher? Nein! Oh, da war doch noch was für Sam. Okay. Na, oh Gott. Gleich gestorben. Schlecht gelaufen. Da habe ich, glaube ich, jetzt meine Punkte schön verloren. Was ist da oben? Kann da, kannst du da nicht dein Seil ran schleudern? Sam? Geht das? Ach nee, das ist was für Legolas, ne? Gib Acht. Ja, es ist eine sehr gefährliche Ecke hier für die Hobbits. Bei der Cirith-Ungol-Treppe. Und wir speichern hier natürlich jetzt mal. Es müsste nämlich jetzt bald auch die gefährliche Spinne kommen. So, da ist eine Blume, das haben wir dann erledigt. Aber ich habe jetzt voll die Punkte verloren, dadurch, dass ich gerade gestorben bin, glaube ich. Nicht runterfallen, das ist nicht gut. Ja, sammel alles schön ein. Frodo, nee, nicht du. Obwohl, der muss da, glaube ich, auch hin. Ah. Ich habe was gefunden. Wieso benutzt er denn seine Fiole nicht weiter? Ach so. Nehmen wir mal Gollum. Hä? Ah, okay. Kommt der hier rum? Und sammelt schön Punkte für uns. Ach, die Musik von Gollum. Die ist auch cool. Mal wenn Gollum kommt. So, jetzt geh doch mal da. Ach, wie jetzt? Was bringt denn das? Du sollst es da hinschieben. Ja, dann nimm halt ihn. Kann er das vielleicht besser? Kann ich das kaputt hauen jetzt, oder? Hä? So, das machen wir aber kaputt. Wir machen alles kaputt, was man kaputt machen kann. Mann. Also ich glaube, Sam muss hier wieder, genau, rumbuddeln. Genau wie im Film. So, dann bau mal. Ah, okay. Und jetzt kann ich das nämlich verschieben. Alles klaro. Frodo, weg da. Frodo, geh mal. Frodo geht auch einfach nicht. Das machen wir noch kaputt. Ja, das habt ihr gut gemacht. Komm her. So, machen wir auch. Schrott. Nein. Kann ich hier runtergehen? Warum war da ein Punkt? Okay. Scheiße. Ich sterbe immer. Okay. Das ist, glaube ich, wieder so eine Ecke für Frodo. Genau. Mach die kaputt. Wir wollen alle Punkte haben, die wir hier kriegen können. So, dann nimmst du das und machst mal wieder was Tolles. Irgendwas Schönes. So, genau. Dann kommen wir da nämlich weiter. Brauchen aber Sams Seil, wie es aussieht. Es glitzert auch schon schön. Warte, das machen wir mal anders. Kann er das vielleicht so?
Das hat nicht geklappt. Jetzt aber. Hast du? Ja, hast du. Gut. Dann darf Sam auch als Nächster. Oh, wieso? Nein, 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 nein. Oh Mann, ich sterbe immer. Ich wollte hier die Punkte haben, weil ich gemerkt habe, dass die nicht einsammeln, nur dass wenn ich das mache. Oh, hätte ich das mal nicht gemacht. Blöde Glitzerkiste. So, alles kaputt hauen, was geht, aber das geht nicht. Das ist wieder was für Gimli, der überhaupt nicht hier ist. Okay, das geht auch nicht. Gollum, dein Einsatz. Ja, ihm geht da jetzt lang. Ja, dann geh da lang. Kannst du da nicht lang? Achso, ich muss die erstmal kaputt machen. Aha, okay. Da waren Spinnnetze, die ich kaputt machen kann. Na klar, ist ja Lego. Da kann man alles kaputt machen. Wie konnte ich das vergessen? Mittelerde zum kaputt machen. Der eifrige kleine Gollum. Mein Schatz. So. Kann ich das jetzt irgendwie bedienen? Und wenn ich... Ah, wenn ich darauf springe. Okay. Geht klaro. Habe ich kapiert. Und jetzt kann ich es kaputt machen. Hä? Habe ich mir fast gedacht. So. Da sind wieder Dingsbums. Da ist auch wieder was ich gefunden habe. Frodo, du bist jetzt mal wieder dran. Nee, da soll Sam kommen, ne? Och Mann, ich hab's gewusst wegen dem Erdhaufen. Blöd. 4 von 5. Irgendwas finde ich hier immer. Ich weiß gerade nicht was. Irgendwelche Sachen, wo ich 5 Sachen finden soll. Fischgräten oder Blätter oder ich weiß auch nicht. So. Mach dich nützlich. Hobbits mögen Dinge, die wachsen. Und da ist Sam anscheinend besonders gut drin. Was kann ich jetzt machen? Ach so. Die Pflanze ist von alleine implodiert. Es geht weiter, dank Sam. Oh. Ja. Gefährlich, gefährlich. Du hast uns hier hingelockt. Gollum hat die Hobbits hier hingelockt, weil er eigentlich den Ring nämlich doch nur für sich will. Und dann verarscht er Sam. Nee, er verarscht Frodo, der dann denkt, dass Sam ihm was Böses will, was gar nicht stimmt. Ohne Sam würde gar nichts laufen. So, jetzt ruh dich erstmal aus. Mir geht's gut. Du bist erschöpft. Das liegt an diesem Gollum. An diesem Ort. An diesem Ding und deinem Hals. Ich könnte ein wenig helfen. Ich könnte ihn für eine Weile tragen. Für eine Weile tragen. Heilen, die Last. Die Last. Die Last. Die Last. Scher dich weg! Ich will ihn ja nicht behalten. Siehst du, er will für sich. Ich will doch nur helfen. Geh nach Haus. Du bist mir keine Hilfe mehr. Der Herr muss jetzt hineingehen in den Tunnel. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Oh, oh, da hat Frodo einen großen Fehler gemacht, den er im Nachhinein auch bereuen sollte. Ja. Ach, die sind schon kaputt. Blöder Gollum. Ich hasse dich.
Ja, weil eigentlich ist Sam ein sehr guter Freund von ihm, der nie was Böses wollte. Es gab allerdings eine Szene, wo... Was ist das für ein Geruch? Wo man ein Stückchen Fox, weit recht geben muss, dass... Foxe kommen manchmal hierher. Dass nur Frodo halt den Ring tragen kann, das ist auch berechtigt, weil Sam würde dem Ring tatsächlich verfallen. Auf Dauer. So, ich speichere an dieser Stelle. Und ihr seht ja schon die gruselige Spinnengruft hier, was genau das Richtige für mich ist, die Spinnen über alles liebt. Scherz. Ja, da würde ich sagen, machen wir dann als nächstes weiter mit der bösen Kankra und Co. Und allen ihren kleinen Freunden, wie es aussieht. Und sehen uns im nächsten Rückkehr des Königsparts. Rückkehr des Königsparts. Das klingt auch toll. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.